Herzlich willkommen zurück hier mit der zweiten Map Quantic Gaming gegen Team Very Games im Consolidation Finale der ESEA LAN Playoffs der Season 13. Und Quantic wird als CT starten, das haben sie vorhin schon während den Vetos gesagt. Very Games wollte somit auf Inferno CT starten, war somit ihre Map und jetzt hier die Map von Quantic quasi. Spielen einen schnellen B-Rush. Ich sollte wirklich diesen scheiß Auto-Reactor lassen. Boah. Kommen da ganz gut drauf, auch wenn Sempfis nochmal eine schöne Schelle gegeben hat. Ansonsten eigentlich gute Pose auch von MBK. Boah, ist jetzt schon gespottet. Hätte vielleicht noch ein bisschen warten sollen. Hat jetzt auch die Nate und hat. Boah, kriegt noch eine Flash von Existence. Flecht ihn aber selbst, aber holt viel Zeit raus, weil die Gegner halt auch blind waren. Boah, ein Dazed killt seine Mate. Ich glaube auch wieder mit 5-7. Und die Pistol geht an Very Games. Overall ist es die. Ja, die dritte Pistol eigentlich. Very Games auf Inferno auch beide gewonnen. Das Match dann letztendlich in der zweiten, in der dritten Overtime. In der zweiten Overtime verloren. Mal schauen, vielleicht sehen wir noch eine dritte Map. Wäre für mich auf jeden Fall schon eine Überraschung, wenn Very Games hier 2-0 verlieren sollte. Und dem Match auch irgendwie nicht würdig. Jetzt vor allem nach der ersten Map. Das kann gut über drei Maps gehen. Oh, schöne Nades gegen Sempfis. Gut unter Kontrolle gebracht. Hiko noch. Jetzt kann noch ein. Frost. Aber 2-0 Very Games. Ich vermute, Frost wird wieder die Autosniper gut abusen. Man fragt sich halt nur, wo. Mitte bietet sich fast jeder Spot an. Existence wirft die Nate. Boah, nicht von hinten. Das sind vier Mann. Boah, er macht keinen. Lol. Wieder einen in der oder? Ne, der ist am B. Boah, für Kenny. Nice. Gut noch aufgepasst. Und den letzten kann er auch noch machen. Schöne 4K von ihm. 3-0 Value Games. Recht easy hier die Ecos abgewehrt. Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass Quantic offensiv die Mitte blockt. Frost am Autosniper-Gerät. Ja, Treiber noch direkt dahin. Wie ich das gedacht hatte. Aber Very Games schnell Richtung A. Hab ich so auch noch nie gesehen und rusht instant A. Sehr schön. Geht auf jeden Fall auf. Eine Flash über Bande und sie können nur einen Frag setzen. Scream mal wieder. Sahnige Headshots. Oh, nach hinten wird nicht gedeckt. Fehler von Kenny. Was macht er denn da? Und dadurch wird die Runde nochmal geöffnet. Also mal Scream auch low. Ist NBK auch gute Hits bekommen. Aber jetzt wichtiger Flag von NBK mal wieder. Von wem sonst? Schön, dass er auch da nicht nochmal rumzieht, sondern einfach defensiv jetzt spielt. Wartet auf die Ansage der Mates, die da offensiv zielen. Hat keinen Grund, da irgendwas zu machen. Fangt da ein bisschen ab. Nächstes reicht's. Schöne Runde und mal gucken. Hä? Wie ist denn der hier blind geworden? Ich kenne diese Bandenfläche, die dann hier von Stapler explodiert, die ziemlich wichtig ist auf jeden Fall, falls hier einer offensiv steht oder so, oder hier in dem Eck. Oder auch hier, wenn die dann da explodiert, ist gar nicht mal so schlecht. Aber schnelle Runde von Very Games hat sich bezahlt gemacht. Auch die Autosniper natürlich verloren, die wir wirklich gar nicht in Aktion gesehen haben.
wieder B drauf. Quantic hatte die Mitte geblockt. Und bisher läuft das Spiel gut für Varigames. Schauen wir uns die nächste Runde spielen. Kann man da pingen? Gleich nochmal gucken. Hier diese 5 Sevens. Dazed gibt mir schon mal gut Geld im Dream Team. Kann man so sagen. VG macht doch nicht den Fehler und läuft erst nach rein. Jetzt würde ich gucken. Das scheint wirklich zu. Also, das ist ja. Alter, wie geil das ist. Wenn das geht, dann kann man ja den Retake. Da ist der Retake ja gar nicht mehr so krass als CT, wenn man hier wirklich bangen kann. Und hier einen holt oder so, weil. Gut. Muss natürlich auch anders stehen, da kann er sonst so stehen, kann auch in dem Eck, also nicht bangbar. Aber trotzdem nette Idee, oder wenn sie rushen, man ist gerade am Schieben, hier noch ein bisschen reinhalten, mit Glück macht man vielleicht einen. So, wieder Autosniper, Frost aimt aufs Boost-Eck und Varigames spielt einfach nochmal einen schnellen Argo. Und Dazed sieht da wieder nicht gut aus, die kommt da überhaupt nicht klar mit diesem schnellen Spielstil. Hiko, wenn er da jetzt noch zwei macht, mindestens, boah, stark von ihm. Dann sieht die Runde jetzt doch ganz gut wieder aus. Haben jetzt gut verschoben. Frost hat ja die Action. Nice. Gut aufgehalten, auch wenn Dazed am Anfang nicht souverän aussah. Aber Hiko stand halt sein Mann. Und das hat die Runde gerettet für die Amis. 5:1 hier auf der Cache auf der zweiten Map. Siri ist sicher. Hab ich das gesagt? Weiß ich nicht. Machen einfach nochmal den Go. Aber Frost ist in der Mitte dem Tipp gemacht. Oh, Hiko spinnt sehr gute Fläche auf Spot. Sehr stark. Jetzt kann Dazed mal glänzen, der bisher noch nicht gut aussah am Spot. Oh, schön. Das ist ein guter Shot. Hier gegen 3. Der im Stapler, wichtige Posi, eigentlich die beste jetzt. Boah, ist er bekannt. Er wird abgeaimt. Boah, schönes Timing. Boah, Kenny sieht den da oben nicht. Man sieht auch den Lauf. Jetzt hat er ihn gesehen. Boah, dann so komisch verschossen, weil er schon wieder im Movement war und sie geben die Runde ab. Oh, diese Kerzkit. Aber das wird trotzdem noch eng. Boah. Ey, warum kann Kenny nicht mal so einen Schuss treffen? Vor allem hätte er nicht mal schießen müssen, er hätte noch ganz kurz warten können, bis er wirklich sicher rausläuft. Boah. Und das kostet ihn gerade die Runde. Zwei Runden in Folge für Quantic. Waren das jetzt? Wieder Richtung A auf. Oh, Quantic hält das jetzt echt ganz gut auf. Gute Gegenfläche ist, hitten jetzt auch die Shots. Es wird zu durchsichtig, was hier Varigames macht. Oh, nix ist das mit einem schönen Push, eine schöne Idee. Oh, es geht auch auf. Hat er dieses Gas hier. Da ist halt noch einer am Spot. Das ist Frost mit Autosniper. Man sieht da seinen Schatten. Das ist jetzt der Zugriff von beiden Seiten. Drei Runden in Folge. Varigames sieht doch gar nicht so gut im Geld aus. Drei Manhattan. Boah, sie kaufen. Aber das als Fake wäre jetzt ganz okay. Die Mitte wird immer sehr gut geblockt von Quantic. Vielleicht spielt es Varigames auch deswegen, dass sie sich mehr auf A konzentrieren, um dann letztendlich mal Mitte wieder was spielen zu können. Wer weiß. Ah, jetzt sieht man es. Also Quantic stellt sich ja schon drauf ein. Und jetzt nur noch Dazed in der Mitte. Und das sieht wirklich nach einem Mitteaufbau aus. Also Varigames auch ganz gut aufeinander aufbauend eigentlich, was sie hier spielen. Mitte ist gut eingenommen, eigentlich quasi ohne Gegenwehr. Jetzt der A-Split über den Connector. Oh, Frost hittet da so gut mit der Autosniper.
Actionfilter hat einer, aber sie spielen den B an. Da steht Dazed und TCK. Schachtgang ist nicht wirklich gedeckt. Ts haben viel Raum zum Arbeiten. Aber sie haben da ein nettes Kreuzfeuer auf jeden Fall. Gut überlegt von TCK, die Posi. Und nicht da auf Spots, also nicht da rechts unten, sondern wirklich dieses Kreuzfeuer, dass Dazed ihn decken kann, wenn sie ihn da überrennen. Und das zahlt sich aus. Also sehr schön gestanden, muss ich sagen. Gefällt mir, was die Amis hier machen. Oh, Kassins, aber die Frags-Bombe kann gelegt werden. Exist ist noch eine gute Posi da eigentlich. Mal schauen, ob das Hiko checkt. Scheinbar nicht. Boah, der MBK muss aber aufpassen. Stark von Existence. Und Smith im 1-2. Der eine mit Autosniper noch. Stark. Ja, weiß nicht ganz, wo der andere ist. Doch. Geh doch. Also, ohne Witz, diese 1-on-1s, die können Very Games einfach nicht spielen. Die radatteln da rein wie die Holzköpfe hoch. Hochholz. Warum er nicht einfach. Also, ich verstehe, dass er so kurz Mini-Step, wo man so spottet, aber wenn er ihn sieht, dann geht er einfach weg. Geht doch hinten an die Kisten und versucht ihn auszumoven und so. Aber nee, er geht einfach rum, will dann den Headshot. Bei Scream mag das vielleicht funktionieren, weil er einfach immer dann drauf ist. Aber doch nicht bei Smith. Ohne ihn jetzt irgendwie kritisieren zu wollen. Aber das war nicht gut gespielt. Das kann man besser machen, so 1-on-1. Oh, schneller B-Rush. Geht auf. Oh, wieder zu viele Frags kassiert. Die Bombe ist auch down. Das Very Games tut ja den Teufel, irgendwie mal was Langsames aufzubauen. Wahrscheinlich halt auch, da sie kaum was auf der Map trainiert haben. Ja, nächste Runde für Quantic. Das war jetzt die 5. in Folge. Und so gut sieht es gar nicht mehr aus. Für die Franzosen. Sie sollten mehr Mitte machen, wenn der Dazed allein. Und ist es, also die Mitte vernachlässigen sie jetzt schon hier sträflich. Könnten sogar CT-Base irgendwie machen. Sie könnten Schacht eingehen, sie könnten über Action, über Connect gehen, sie können nochmal ein Aspit aufziehen, über Tür, über Action, alles mögliche können sie machen. Scheinen sich darüber selbst aber nicht bewusst zu sein, was sie spielen wollen. MBK da ein gutes Pre-Aim schon auf dem Spot. Und dann wieder über Schacht zum B. Gute Smoke, gute Gegenfläche ist. Wer ist das überhaupt noch auf Spot? Boah, Senf ist auch gut geschoben, TCK noch da. Stark. Halt den Spot gut auf. Senf ist jetzt sogar noch mit auf Spot gekommen. Also der Junge, der spielt ein überragendes Spiel gegen Very Games. Vorhin schon auch mit Inferno die Overtimes wirklich immer mehrere Frags gemacht. Und die 6. Runde in Folge für Quantic. Also, ja, BGO halten sie auf. Very Games macht aber viel zu wenig daraus, dass sie in der Mitte sind. Ich meine, das haben sie jetzt ja schon mal gemacht, dass sie Mitte eingenommen hatten und dann über den Schacht zu B gegangen sind. Wie gesagt, CT Base könnte man noch gehen. Oder halt nochmal so ein A-Split versuchen über die, über den Connector. Jetzt mal wieder schnell A raus. Hiko echt super Acting. Krass, dass er da zwei macht. Sehr stark. Und Frost auch mit seiner Autosniper wieder. Keine Chance. Mal sehen, was Scream noch macht. Kann die Autosniper killen. Boah, er sucht eine AK gerade. Ah, kommt da an einer. Oh, was zur Hölle?
Aber TCK super gespielt. Kommt von hinten. Scream hat keine Ahnung, wo er ist. Oh, jetzt war da noch. Ah, TCK wird ihn jetzt machen. Ja, keine Chance für Scream. Erstens mit seinem Low HP, zweitens Positionsvorteil auch bei TCK. Sucht hier noch die Autosniper, macht's perfekt, kriegt sogar noch eine Nade. Siebte Runde in Folge. Und also was ist Mitte würde ich auf jeden Fall nochmal einnehmen. Und daraus müssen sie dann einfach mal mehr machen. Nicht immer nur Richtung B. Weil gut, wenn Frost da hinten mit Outsniper ist, hat er halt immer den Blick darunter. Also vielleicht mal hier besser smoken. Dann wirklich mal City Base gehen, versuchen dort auf einen Frag zu machen zu zweit. Und dann halt vielleicht die Bombe durch die Tür abstellen. Und dann, wenn hier der Frag fällt, dann A raus. Und dann Frost hier in den Mangel nehmen. Oh, jetzt haben sie auch so einen kleinen Riecher auf die Mitte. Stellen da Frost ab. Und der fehlt natürlich jetzt am A. Von daher könnte die Runde vielleicht sogar wieder am Barrel Games gehen. Der ist es da für die Tür. Boah, macht einen Hiko auch wieder erfolgreich. Boah, das ist eine richtig gute Gegenfläche. Es wäre und sich zerstören sie einfach sowas von. Alter, alle mit 100 HP überlebt. Fast nur Headshots. Und Quantik dreht ja mal sowas von auf. Krass. Aber ganz ehrlich, da fehlt auch die Smoke. Hier irgendwie zum Connector. Base habe ich jetzt nicht leider drauf geachtet. Also ich scheine auch wirklich keine Granaten zu kennen. Hätte man ins Bootcamp bei mir gehen sollen. Man kann ganz gute Smokes werfen zum A. Frost auch gut am variieren mit seiner Autosniper. In Mikkei da schon gefallen durch die Smoke, durch den Bang von TCK. Kriegt dort oben ohne die Flash. So, wieder den B-Split machen. Scream wartet da vor B. Kennen die mit Bomber im Schacht. Aber eigentlich brauchen sie noch einen Frag auf A. Stark. Wichtig von Smith. War halt alles nur Einzel-Skill. Und zu zweit wieder am B. Oh, die Bombe schiebt mal rüber. Das war. Erste Mal, dass man hier ein bisschen was anderes macht. Vor allem, wenn Scream jetzt noch einen Shot bekommt am B. Ja, noch schiebt gerade wieder. Wenn Scream sich jetzt gleich zeigt. Oh, und er geht weg. Jetzt ist der Argo. Hiko ist nicht der richtige Spot. Frost ist das. Keine Chance gegen ihn. Oh, das Sniper einfach zu strong. Scream letztes, sie wissen auch ungefähr, wo er mal war. Boah. Deshalb sollte instant die Vehiko die Autosniper. Aber sie haben. Boah, kommt sogar noch ran. Spannend nochmal richtig. 9 Runden in Folge für die Amis. Beziehungsweise für Semphis. Für den Kanadier. Ja, genau, was ich noch sagen wollte. Also es gibt gute Smokes hier über das Dach. Von hier gibt's, also habe ich selbst entwickelt. Klopf, klopf. Man kann zum Beispiel schön hier hin smoken, dann kann der Spotspieler weniger machen. Man kann hier ungefähr hin smoken. Das CTW ist schon mal ausgeschaltet. Also man kann sich sehr, sehr viel einfacher machen bei dem Argo mit guten Granaten, mit guten vorangegangenen Smokes. Da ist einiges drin auf der Map als T. Richtung A. Da merkt man einfach, Training eher nicht vorhanden auf Cash. Und es sieht wirklich so aus, als ob es hier das 10-5 wird. Und auch ein Scream wird er hier nichts mehr machen können. Guckt sogar noch an seine eigene Flash. Und wird aus dem Schacht überfahren. Starke Halbzeit von Quantic. 10-5. Very Games 2 jetzt. Ich wollte gerade sagen, auf der besseren Hälfte, aber ich finde es eigentlich schon immer noch eine leichte T-Map. Mal gucken. Ich glaube irgendwie nicht, dass sie
so gut jetzt als Tete agieren, wenn sie schon als T fast keine Ahnung haben. Wenn man mal überlegt, die 10 Runden in Folge, wenn Varigames die Pistole nicht holt. Gar nicht auszumalen, was Quantic hier für eine Zerstörung hingelegt hätte. Vom Ergebnis her noch. Die Überraschung ist auf jeden Fall zum Greifen nah. Ich sehe gerade die Statistiken. Cash wurde schon mal gewonnen von Varigames, glaube ich, in der ESEA. Also in der Spielzeit innerhalb der Saison. So, habe auch gerade einen interessanten Comment auf Readmore gesehen unter dem 1-6-Spiel. Die Frage danach, ob man in der ESEA auch 1-6 spielen kann. Und ja, das kann man. Es gab sogar eine Liga, sogar glaube ich mit ein bisschen Preisgeld. Aber PAX und Scrim, also PAX vor allen Dingen, gehen glaube ich da auch immer. Von daher lohnt sich nicht nur ESEA Premium Key zu kaufen oder halt von mir zu bekommen, man kein Interesse an Go hat, sondern auch an 1-6. Und Existence macht gerade eine überragende Pistole hier am B. Dritten Frag kriegt er leider nicht. Aber TCK, wenn er die Bombe noch legt, wäre es gut, aber er ist nicht mal auf Spot. Gegen 3. Auch wenn Candy low ist, er wird nichts mehr machen können. Schön aufgehalten von Existence mit 2 schönen Headshots. Ganz gut geschoben auch von VG. Halten sich somit noch ein bisschen im Spiel. Aber ich bin auf die Kreativität gespannt von Quantic. Ich hoffe mal, dass sie ein paar gute Goes haben mit ein paar guten Smokes, Flashes. Mitte macht den AWP spar oder abused auch mal die Autosniper. Bei Varigames sehr selten gesehen. Probleme, aber Screen hat da ordentlich Geld gefarmt mit seiner Shotgun. Nett, auch wenn es kurzzeitig so aussah, als ob er da keinen macht. Kenny noch ein Eco. Bombe auch nicht gelegt, können sie sich natürlich jetzt erlauben. Quantic macht den Fehler, auch jetzt nicht den Fehler und kauft. Haben hier keinen Druck. Haben auch keine extrem hohe Führung. Von daher alles im grünen Bereich. Scream hilft auch in der Mitte. Headshot für Kenny. Aber er kommt weg. Boah, Scream auch noch einkassiert. Alter, beide mit Low HP. Ja, interessant, wie NBK da deckt. Beziehungsweise wie er von seinem Mate gedeckt wird, noch von hinten. Eigentlich, na gut. Mitte ist halt schon schwierig jetzt. Kenny ist halt CT-Base quasi und deckt dort. Quantic ist sich noch unsicher, gehen doch zum A. Bombe ist in der Action. Samph ist noch in der Mitte.
schönes Smith, das übernimmt, kriegt auch Hits. Also die Eco läuft gar nicht so zugunsten von VG. Werden hier noch Probleme haben, die gescheit über die Bühne zu bringen, da einfach zwei extrem low sind. Aber Scream ist das egal. Der macht einfach einen. Boah, den zweiten macht er auch noch. Ey, mit 3 HP macht er noch 2 Tracks. Bezeichnet irgendwie für seinen Skill auch. So, 8. Runde. 8 zu 10. Quantic mit Waffen und Frost mal keine Autosniper, sondern eine AWP. Aber Kenny müsste auch eine haben. Jo, hat er auch. Auch B-lastiger Aufbau, haben da schon bitte das Dach eingenommen. Kenny verschießt, Scream wieder Support, ja, Flash für ihn. Oh, schöner Schlitz für Kenny. Sehen, ob da einer aufs Dach hochgeht, aber schöne Smoke, also da merkt man, passen da gut auf. Und Smith wollte helfen, ist gestorben. Hier wird von Existence gehalten, zusammen mit MBK sind wir noch zu zweit. Mitte ist gerade offen. Und Bombe geht Connector hoch. Und Scream fällt. Kenny der Einzige, der gerade hier A verteidigt. Weil Existence geschoben ist. Gute Flashes in die CT-Base. Also da merkt man wirklich, Quantic weiß genau, was sie abflashen, absmoken müssen. Ja, einfach gute Grins. Schon mal ein wesentlich besserer Go da von Quantic. Dass sie da auch nicht einfach hochstürmen wie die Bekloppten, sondern wirklich Space flächen. Man hat man auch gesehen, Existence war blind, musste sich wegziehen. Spot somit gut geöffnet. Die beiden verbleibenden Franzosen müssen die Waffen safen. Oh, ein MBK trifft vielleicht noch auf einen. Boah, also Hiko schon einer der aimstärksten, muss man echt sagen. Was der manchmal umhaut, ist schon nicht ohne. Vor allem mit M4 auch eine gute Kontrolle über die Waffe. So, wenn es lecken sollte, einfach reporten. Ansonsten kann ich nach der Map mal auch Stream Restart machen, wenn das gewünscht ist. Noch mehr Druck in die Mitte. Boah, krasse Grants. Krasse Grants. Sie haben da null Chancen in der Mitte. Super Smokes auch von Quantic. Also der eine in Read More Comments scheint wirklich recht zu behalten. Der da gemeint hat, wenn Varigames wirklich Inferno abgibt, sieht er nicht wirklich Chancen auf Cash. Und bisher ist Quantic ja auch das bessere Team. Boah. Bisschen glücklich für Kenny vielleicht. Aber eigentlich gut gedacht, damit er vielleicht ihn rauszuholen. Und B wird sogar gedoppelt. Boah, das könnte sogar aufgehen. Boah, wichtiger Schuss von Samphis mal wieder. Alter, ein MBK macht nur einen. Also jetzt hitten sie auch die Shots nicht. Scream im Retake. Immerhin hat er einen Kit. Warte, dass sich einer dumm zeigt, aber die Amis machen es echt gut. Boah! Diese Shots. Boah, er kann es sogar noch machen. Reicht das? Boah, das reicht. Das ist ja wohl der. Dieser Schuss da drüben, ey. Das ist. Da gibt es schon mal so eine Forest-Szene. Die war ungefähr genauso. Aber ich glaube, Scream war noch ein bisschen krasser. Er hat super gemacht. Super gelockt da am Spot. Wusste genau, wenn der eine rumzieht, kommt der andere auch. Und gibt ihm Headshot. Aber nur durch Einzelskill gewonnen. Nur durch Einzelskill hält sich hier Varigames im Spiel.
Und der einzelne Skill leider gerade nur bei Scream und Smith vielleicht ein bisschen vorhanden. Gut, Existence hat die Pistol für sie gewonnen. Aber der Rest gerade nicht so auf der Höhe. Vor allem in der Mitte kommen sie nicht klar. Aber wie blind sie sind, wie lange blind sie auch sind. Das spricht natürlich viele Granaten von Quantic. Da stehen jetzt zwei am Müll hinten. Jetzt konnte ich Scream anmachen, jetzt auch Existence. Ja, oder auch mit der MBK macht allein B. Der wartet am B, glaube ich auch. Boah. Wartet auf seine Mates. Der Terror. Ist sogar schon im Schachtgang. Schöne Posi von MBK da mit der diese Obstkiste da. Ein AWP von Frost. Bisher auch noch nicht wirklich zum Einsatz gekommen. Vorhin ja auch schon gehabt. Habe ich bisher noch nicht wirklich gesehen, dass er damit was umzieht. Zeta, LOL und Dota machen alles kaputt. Also ich wechsle dann auf jeden Fall mal den Server nach der Map. Barry Games kann jetzt zumindest schon mal anschließen. Kein Geld bekommen. Aber kaufen wenigstens ein bisschen Equipment. Frost wird jetzt halt entscheidend. Nein, er will geboostet. Ne. Stand. Kommt gut durch. Smith muss vielleicht aufpassen, wenn die Smoke weggeht. Wir stehen da ganz gut eigentlich für den Argo. Also die T's. Wer ist Smith? Wer ist der zweite? Scream. Oh, und Frost macht den Frag. Sack gegen Smith, der muss aufpassen. Hat sich da blöd gezeigt. Wenn jetzt noch eine Fläche hinten auf den Spot kommt, wäre super. Wenn man das Scream dann blenden könnte. Er ist auch allein, dass er nicht. Kenny übernimmt da die Action ein bisschen. Aber gesehen, der duckt da rein, der Frost. Uiuiui, interessantes Duell. Boah, super Schlitz von Kenny. Oh, sie droppen die Arme rüber. Aber krass, direkt reagiert von Scream. Boah, war das cool. Interessantes Duell auf jeden Fall, dass Frost da rein duckt. Haben gesehen, Kenny verschießt den Schuss. Boah, ein Hiko, ey, diese Maschine. Kenny hat sich langsam wieder eingeschossen. 11 zu 11, der Ausgleich. Aber das war eine Eco. Jetzt wieder ein paar Waffen. Ein paar Smokes. Auf geht's. Jetzt will ich mal irgendwie eine schöne Taktik sehen. Irgendwie einen schönen einstudierten Go. Auch gerade wieder Richtung Garage unterwegs. Ey, was leckt die Scheiße jetzt hier so? Oh, leider auch gerade nicht mit dem Demo-Record beheben. Ja, auf beiden Seiten ein bisschen Schaden ausgeteilt. VG leider nicht wirklich darauf reagiert, dass sie B unrushed haben. Vielleicht mal ein bisschen Risiko eingehen. Ah, ein bisschen offensiver gehen, vielleicht mal in die Tür rein. Vielleicht auch mal Action pushen. Die Möglichkeit wäre da gewesen. Dafür jetzt wieder Mitte.
Mist ist da der Support von Kenny. Jetzt wird wieder ein B-Split. Einer noch am Abfacken am A. Boah, stark für Existence hat der Hiko noch low gemacht. Was macht der am A? Der ist zurückgeschoben. Ein BK hält dort Kenny oben am Cat. Das dauert gerade auch zu lange. 10 Sekunden noch. Quantic macht da wieder hier einen auf Inferno. Ja, 3 Sekunden, das reicht auf jeden Fall nicht. Boah, sie verlieren aber hier noch unnötig Waffen. Alter, er verliert auch seine fast noch. Also es war noch gut am Ende die Waffen zu ziehen, aber... geht's wieder. So, nochmal Richtung B. Existence blind. Vielleicht, glaube ich, übers Dach, übers Fenster. Existence stirbt, der diesmal keinen macht. Kenny geschoben, verschießt. Der Smoke liegt, NBK macht einen, muss aber mindestens noch einen machen. Macht keinen mehr. Kenny keine Chance, Smith oben schon am Cat. Scream kommt auch unten, also keiner von hinten. Gute Ausgangslage für Quantic. Wenn jetzt oben noch eine Smoke reinkommt, wäre es perfekt. Hiko hätte noch eine. Ja, mein oben noch nachsmoken ist auch okay. Oder unten. Und VG geht safe. Richtige Entscheidung auf jeden Fall. Schöner B-Go von Quantic. Wir sehen hier keine Flash. Oh, das Fenster ist zu. Wie haben sie NBK dann geflasht? Oh, man, hätte ich mal drauf achten sollen. Ich habe ja gedacht, dass sie übers Fenster geflasht haben, weil wenn hier steht, kann man hier schön Granaten durchwerfen. Aus diesem Nebenraum. Frage, was für eine Map ist. Hier oben steht immer die Map. Lässt sich zwar manchmal schwer lesen, wenn es irgendwie zu dunkel ist, aber Sommeln, er ist ja, soll ja auch dezent sein. Nicht irgendwie aufdringlich. So, auch Quantic hat man Argo und Petto. Boah, was Mist, was da das einer ist, Scream. Sind dann nicht aus der Tür raus. Scream ist tatsächlich gestorben, aber sind noch zu zweit am Spot. Kenny verschießt. MBK hittet ihn auch nicht. Aber Existence ist da. In der Action schon. Sollte jetzt nicht zu viel Risiko eingehen. Fallen hier noch am Stapler. Ist einer. Den könnte man jetzt wieder direkt in die Zange nehmen. Oh, sie wissen es nicht, oder was? Doch, jetzt. Oh, MBK schön. Hängt ein bisschen ab, macht den Raum wieder eng. Jetzt können sie gleich den Zugriff starten. Jetzt ist in Existence. Schön. Ein Sample ist einfach nichts mehr machen. Von drei Seiten wird er attackiert. Gut Runde gespielt. Ach man, Quantic enttäuscht mich wirklich ein bisschen mit seiner, mit ihren Terror-Seiten. Ich meine, es wäre schön, noch eine dritte Map zu sehen. Aber genauso gut wäre es hier noch jemand schönen Go von Quantic, würde ich mir wünschen. So, jetzt die. Wieder ein schneller Barsch. Einfach vielleicht billig rein und Hiko konnte wieder NBK machen. Existence. Oh, da kassiert auch Hiko. Ganz, ganz starke Runde. Einfach straight durch und einfach den Spot geöffnet. Smith kassiert auch. Sie können da wieder direkt weg. Das wird wieder der Ausgleich. Zweimal hier der Ausgleich in Folge. Runde gewinnen Very Games, Runde gewinnen Quantic. Und jetzt wieder andersrum. Oder irgendwie so. Ist noch eine City Base. Scream Richtung T Base. Terrorists win. Ah. Boah.
Oh, der wird dann gebankt. Warum bleibt er nicht einfach dahinter? 13-13. Also Mitte gefällt mir echt gut. Muss der Upsmoken immer aufs Dach kommen. Wieder in einem Fenster drin. Oh, shit, was? Der zweite von MBK. Halt diese Shotgun aber auch. Ganz stark. Aber es konzentriert sich gerade das Spiel nur auf B-Spot. Oh, MBK. Komm schon, hol dieses Ace. Schade. Genau diese Situation sind das aber auch, wo sie dann einfach zu viel wollen. Ich meine, ich verstehe es, dass er dann nochmal irgendwie mit AK rumzieht, aber warum dann nicht einfach weg? Das kann man doch viel ruhiger runterspielen. Sie sind dann immer so hibbelig. Na klar, er hat drei gemacht, aber das ist halt einfach total unnötig. Das kann man viel, viel sicherer runterspielen und dem Gegner einfach weniger Flex zu geben. Zumal er abgeaimt wird. Er hat einfach alle Nachteile der Welt danach. Er hatte... Selbst wo er die AK gepickt hatte, hätte er, also wo, nachdem er die zwei gemacht hätte, die zwei Kills, die AK gepickt hätte, danach hätte er eigentlich schon weggehen sollen. Denn das war eigentlich genug. Ich meine, er war gedeckt. Hätte, also dass er hier dann rumgeht, wäre auch nicht, aber er hätte hier auf jeden Fall erstmal kurz chillen können. Vielleicht eine Flash anfordern von Mate, die hier irgendwie reinfliegt über Bande oder so. Und dann könnte er hinten raus oder zumindest sich nochmal zeigen. Das wäre okay. Aber nicht einfach dann so nochmal rein daddeln. Ich meine, die Runde wurde letztendlich gewonnen. Aber. Egal. So, wieder. Richtung Schacht. Der war gerade nicht ready. Das ist aber nochmal gut gegangen. Zumindest ist da. Smoke hilft ihm. Oh, schon wieder erwartet. Ja, das ist schwierig. 3 gegen 3. Nicht, dass es wieder ein Ausgleich wird. Jetzt sehen wir noch eine Overtime, aber dazu müsste die Quantik auf jeden Fall die Runde machen. Unterzahl. Konzentriert sich gerade wirklich alles nur auf B. Und in der Mitte am Anfang ein bisschen. Schwachstelle auf jeden Fall dort. Wobei es random ist. Manchmal ist Very Games die kaputt und manchmal rastet Hiko aus und öffnet einfach den Spot alleine. Oh, jetzt 2-1. Boah, nichts. Er macht eigentlich ein gutes Turnier. Aber oh, kein gutes. Nicht gut genug. Frost rettet. 14 beide. Erneut der Ausgleich. Also, vorhin das 12-12. Dann das 13-13. Jetzt das 14-14. Das muss eigentlich das 15-15 gleich werden. Was für Maps. Wahnsinn. Smokes, aber Kenny lernt auch nicht dran. Er steht jetzt so oft dort, hat er immer, konnte immer zugucken, quasi, wie erst die Smokes kommen, eine Flash und dann die zweite Flash, von der wird er immer blind und geht dann zurück. Also er lernt irgendwie nicht raus, sucht sich nicht mal eine andere Pose. Er hätte zum Beispiel von A-Seite einmal runtergehen können, zum Beispiel, und dort mal versuchen, den Richtung Boost zu gucken oder sowas. Aber gut, noch ist nichts passiert. VG. Ah, jetzt hat er Effekt bekommen. VG relativ low equip. Was ich denn zu dritt am B? Was gar nicht so schlecht ist. Oh, aber Semphis läuft Existence rein. Nein! Oh, er kriegt noch einen Track. Stark von Existence hat er noch den Refix zu setzen. MBK macht diesmal keinen da hinten. So, mit Smith treffen sie ihn nicht, aber der macht keinen. Ist schlecht von Smith. Aber er wurde, glaube ich, schon gedoppelt von den Seiten. Scream kann es noch machen. Kommt von hinten. Sehe jetzt nicht genau, ob da abgedeckt wird. Boah, und jetzt hat er auch schon gesteppt. Kein Kit. Boah, kriegt sehr viele Hits. Das kann er nicht machen. Und die Nate. Bye bye, Scream. Boah, 9 HP. Aber er geht safen. Quantic sichert sich die Overtime. Sehen wir wirklich die Sensation, dass Quantic Very Games mit 2-0 nach Hause schickt. Und wir wirklich das Überraschungsfinale
Quantik gegen Nip haben. Das ist echt irgendwie auch. Diese Tagesform, die scheint wirklich wie eine Krankheit um sich zu greifen. Außer bei Nip. Wenn man einfach mal vergleicht, was sie gestern umgeschossen haben gegen Nip. Wobei da natürlich vielleicht noch eine andere Motivation dahinter ist und so. Klar, die Maps waren eine andere, etc. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, Rebel Games war gestern besser. Nicht alleine. Wieder kassieren sie die Grants. Was jemand da boosten oder was? Nee, lassen wir das Ganze sein. MPK allein am Spot. Also sie haben halt nur Pistols. Drei Pistols. Smith mit Mac 7. Quantic wartet hier, decken alles ab. Können jetzt eigentlich spielen können von mir so ruhig Mitte. Ich meine, sie haben den Waffenvorteil, den enormen Waffenvorteil. VG hat wenig Equipment, das sieht sehr gut aus für Quantic. Und Dazed sieht den auch eher. Dazed noch ein. Scream am A. Boah. Interessant. Oh, er müsste eigentlich gespottet werden. Schön gespielt von Dazed, da hinzugucken direkt. Boah, Headshot von Scream. Boah, noch ein Headshot. Krass, wieder mal gemacht von ihm. Aber das wird nicht reichen. Zumal MBK nur eine P250 hat, nur noch Existence. Er hat keine Waffe. Das muss das GG sein. Kommt an die AK. Viel zu viele Hits. Boah, macht noch einen. Er sieht den Schatten da hinten auf jeden Fall eher, wenn er rauszieht. Aber er zieht raus. Quantic schlägt Rebel Games 2:0. Da kommen Ausrufezeichen bei hinterm GG. Well played von Scream. Ich bin enttäuscht von Rebel Games. Auf jeden Fall hätte wir schon damit gerechnet, dass sie hier Quantic 2:0 schlagen, um dann sich nochmal vielleicht an Nip zu revanchieren. Aber.